Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir einfach mal so ein bisschen neues Make-up ausprobieren, was bei mir eingetroffen ist. Neue Pinsel, die bei mir eingetroffen sind. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, eins der Herzstücke wird natürlich die Foundation sein, die Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator Foundation von Urban Decay. Habe ich gestern bekommen, bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir starten mit einem Primer. Ich glaube, der ist auch neu. Und zwar von Catrice, der Hydro Primer. Love Skin and Respect Earth. 30 ml sind hier enthalten. Und das soll halt ein hydratisierender Primer sein. Jo, ne? Tue dir und deiner Umwelt Gutes. 24 Stunden feuchtigkeitsspendende Grundierung mit pflanzlichen Inhaltsstoffen wie aus Bio-Kirsche, Aloe Vera, aus Kirsche, auch interessant, ne? Und Kokosnuss. Formuliert ohne den Einsatz von Paraben, Mineralöl, PEG, Silikon und Mikroplastikpartikeln. Verträglichkeit hautärztlich bestätigt. 42% der Tube sind aus recyceltem Plastik und mit 100% Ökostrom produziert. Ne? Hatte ich letztens bei Douglas gesehen und habe mir gedacht, den will ich mal ausprobieren. Ist ja natürlich auch noch zu. Der sieht ja was aus. Der ist so richtig hellblau, fast schön türkis. Also der schreit ja nach Feuchtigkeit von der Farbe her schon. Riecht sehr frisch. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich den auf mein Gesicht mache, dass ich direkt so einen Feuchtigkeitskick habe. Aber der fühlt sich tatsächlich auch mehr so ein bisschen porenverfeinernd auch an. Okay, der zieht mega schnell ein. Ja, Sammy guckt auch schon ganz skeptisch, ne? Also, müssen wir mal gucken. Also, er krümelt jetzt nicht. Er fühlt sich ganz gut auf der Haut an. Meine Haut fühlt sich jetzt auch weich an. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, dass ich meiner Haut ordentlich Feuchtigkeit gegeben hätte. Um gleich die Foundation einzuarbeiten, verwende ich mein neues Pinselset. Und zwar habe ich mir... Er hat schon wieder ein Reverse Sneeze. Sammy. Aufgeregt. Das Prime Vegan Candy Set habe ich mir geholt. Da sind 7 Pinsel, ein Pinsel, eine Pinselreinigungsmatte und ein Schwämmchen mit drin. Ich verlinke dir alle Produkte unten in der Infobox. Manche Links sind Affiliate-Links. Das heißt, ich verdiene da auch noch ein paar Cent dran, wenn du über den Link was bestellst. Genau. Manche sind aber auch ganz normale Links. Einfach damit ihr schneller zu den Produkten findet. Hier habe ich dann die Pinsel drin. Finde ich auch ganz hübsch. Also, ne, ich werde das wahrscheinlich dann so verwenden, dass ich dieses Pinselset und noch ein paar andere Pinsel hier in diesem Köcher haben werde und auf der anderen Seite dann andere Pinsel reinpacken werde. Genau, das stelle ich mir dann hier auf meine Pinselgeschichte. Ich muss mal eben Sammy helfen, der kann gerade nicht niesen. Kannst du nicht niesen? So, besser? Besser? Auf jeden Fall ist hier ein Wafferpinsel drin, den ich gleich verwenden werde, um die Foundation einzuarbeiten. Und ich finde, dass die optisch wunderschön aussehen. Also das ist echt ein Traum. Ich mag ja super gerne die Pinsel von Luvia. Ich mag super gerne die Pinsel von BH Cosmetics. Ich mag auch viele andere Pinsel super gerne, aber das sind halt so die, die ich schon am intensivsten, sage ich jetzt einfach mal, getestet habe. Und wenn ich Luvia-Pinsel mal sage, meine ich damit halt auch die Pinsel von Luisa Creschen zum Beispiel. Ne? Die hat ja auch welche in Kooperation rausgebracht. Und jetzt machen wir mal, lange Rede, kurzer Sinn, die Foundation ins Gesicht. Ich habe die Farbe 20 Fair mir ausgesucht. Ich glaube, das müsste die zweithellste oder so gewesen sein, weil bei der Foundation war ich ja ein bisschen zu hell. Ne, mit meiner Farbauswahl unterwegs. Da habe ich 10 NN mir ausgesucht. Kombucha-Filtrat und Marola-Öl sagt mir gar nichts. 24 Stunden soll man die tragen können. Gut, das mache ich nicht. 35 ml sind drin. Das ist ein bisschen mehr als bei einer anderen Foundation. Also Standardgröße sind ja, glaube ich, 30 ml. Ne? Ja, die soll Feuchtigkeit spenden. 24 Stunden Glow, 24 Stunden tragemäßig, genau, kannst du 24 Stunden tragen, 24 Stunden Hydratisierung und dieser Kombucha-Filtrat und Marolaöl steht ja auch noch drauf, vegan. Jo, läuft bei ihm. Okay, eine Tube, das heißt, da kommt man gut an das Produkt halt ran. Und ja, ich mache es hier erstmal auf dem Finger, ne? Ja, ich habe schon damit gerechnet und das auch schon in anderen Videos gesehen. Eine relativ feste Konsistenz, halt eine getönte Tagescreme, ne? Ui, das ist aber farblich dann doch schon wieder ein bisschen hell hier, ne? Ui, 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 ui. Das ist hell, Claudinchen. Da hast du dir aber ein Eiensnest gelegt. Ich versuche die mal jetzt einzublenden. Okay, das geht dann. Ich
will jetzt auch nicht Full Coverage oder sowas damit erreichen. Ich will nur so einen leichten Filter über mein Gesicht gelegt bekommen, dass so Rötungen ausgeglichen werden und ja, einfach alles ein bisschen beruhigter aussieht. Halt, was man mit einer normalen getönten Tagescreme auch erreichen möchte. Alltagstauglichkeit. Lässt sich ganz gut einblenden. Doch, doch, das wird wohl was mit uns beiden. Der Buffer gefällt mir auch ganz gut. Ich glaube von Lovia. Doch, ich habe einen ganz großen Foundation-Pinsel. Der ist sehr, sehr hart gebunden. Aber dieser Buffer ist perfekt für so getönte Tagescreme-Sachen. Weil etwas softer. Doch, komm, ey, das ist Farbmatch. Ja, ich bin hell. Es ist einfach so. Und jetzt einfach mal in Relation. Hier habe ich die Foundation jetzt aufgetragen und hier habe ich sie nicht aufgetragen. Also das ist deutlich beruhigter, ne? Deckt jetzt nicht so ultimativ ab. Also hier Rötung, ne? Da muss ich gleich einen Concealer nehmen. Aber ja, so meine Sommersprossen, die noch ein bisschen hier so durchgucken oder allgemeine Rötungen, die so vorhanden sind, werden schon damit abgedeckt. Doch, also fürs Büro safe eine gute Nummer. Die könnte auch eine gute Alternative zu meiner IT Cosmetics CC Plus Your Skin Bright Better Cream sein, die ich aktuell so im Homeoffice halt verwende. Genau, weil ich mag das einfach ganz gerne, dass wenn man dann auch Zoom-Meetings hat, dass man wenigstens ein bisschen nach was aussieht, um das mal so zu sagen. Ja, ich möchte halt echt nicht wie Karl Arsch daherlaufen. Ne? Und ja, da tut man halt, was man kann, dass man halt wenigstens so bis... Ne? Also Oberkörper und Gesicht, dass es halt halbwegs ordentlich aussieht. Und damit man sich halt auch ein bisschen ausgefertigt fühlt, in Anführungsstrichen, weil ich dann persönlich für mich auch effektiver arbeiten kann. Mensch, das funktioniert gut und das Farbmatch mag ich auch ganz gerne. Ich meine, man sieht es an meiner Hand, ne? Ich bin halt auch einfach hell und also sehr, sehr blass von der Haut her. Und dann macht das auf jeden Fall Sinn, sich auch den Farbton fair zu holen. Also es sieht viel beruhigter aus. Super leichte Deckkraft, aber genauso brauche ich das auch zu Hause, ne? So, wir haben jetzt hier definitiv eine super leichte Geschichte. Also nichts stark Deckendes, aber es gibt einen leichten Glow, was ich auch sehr, sehr hübsch finde. Und es deckt ein bisschen was ab, es beruhigt die Haut und es sitzt ganz gut auch auf der Haut, hat sich schön damit verbunden. Also so im ersten Eindruck, in der First Impression, mag ich das auf jeden Fall leiden, ne? Als nächstes habe ich mir einen neuen Concealer geholt und zwar hat The Ordinary, wo ich auch die Foundation von habe, aber noch nicht getestet habe, einen neuen Concealer rausgebracht oder allgemeinen Concealer. Ich glaube, die hatten vorher keinen Full Coverage Concealer, High Coverage Formula, 8ml und ich habe die Farbe 1.0N Very Fair. Ich weiß nicht, es kann sehr gut sein, dass er einfach viel zu hell ist, aber wir gucken uns das einfach mal im Gesicht an, okay? Es ist, ich glaube, ja, das war tatsächlich so, auf der Douglas Homepage habe ich überhaupt keine Farbabstufung gesehen. Je nachdem, ne? Also wenn ich die verschiedenen Farben angeklickt habe, man hat null gesehen, wie das dann letztendlich aussieht. Fand ich schade, aber Leute, ich bin dafür da, um es in meinem Gesicht mit und für euch zu swatchen. The Ordinary finde ich in dem Sinne ganz interessant, weil es ist eine Pflegemarke, die dann quasi dekorative Kosmetik auf den Markt gebracht hat. Und wenn eine Pflegemarke dekorative Kosmetik auf den Markt bringt, finde ich das ein bisschen vertrauenswürdiger, als wenn es andersrum ist. Habe ich bei Maxim auch schon gehört, dass er das genauso sieht. Und ja, ja, zum Beispiel macht Clinique das ja auch. Die haben ja auch, da kommen wir nachher noch zu, zwei Produkte habe ich mir geholt von Clinique, genau. Ja, ne? Pflegemarke, die dekorative Kosmetik rausgebracht hat. Ja, ist hier so ein Typchen mit Rausdruckvieh und auch das gucken wir uns auf dem Finger an. Ja, das ist wirklich very fair. Ja, okay. Mal gucken, ob das was mit uns beiden was wird. Naja, sieht, oh, der ist aber sehr pastig. Wenn ich das so verstreiche. Boah, da bin ich ja echt mal gespannt, ne? Also High Coverage und so weiter. Wow. Hier ist dann wahrscheinlich weniger mehr. Boah, guck mal. Einfach mal einmal kurz hier auf dem Auge verblendet, auf dem Lid. Zack, sind die ganzen Äderchen und so weiter weg. Also, jetzt ohne Witz, ne? Das ging wirklich extrem schnell. Bei diesen High-Coverage-Concealern bin ich natürlich ein bisschen vorsichtiger, weil ich ja auch sehr trockene Augen habe oder trockene Haut in dem Sinne allgemein. Und das dann natürlich recht schnell bei mir in die Fältchen kriechen kann. Da müssen wir dann nachher oder immer mal wieder zwischendurch schauen, wie wir das so verhackstückt bekommen. Auch hier gebe ich mir so ein Mühe hin. Also guckt euch mal den Unterschied an. Ich finde das beachtlich. Das ist wirklich High Coverage, ne? Wow. Wow. Mini-Tröpfchen. Wow. Also theoretisch, ne?
sieht halt echt schon sowas von derbe aus. Hammer. Also der hat ganz gut concealed. Ich versuche den jetzt auch wirklich nochmal, Gott, kriege ich da jetzt mal so ein ganz kleines bisschen raus, hier unten auf meine Mr. Fred Familie zu geben. Na, da müsste ich wahrscheinlich mit einem kleineren Pinsel arbeiten, um das präziser hinzubekommen. Das ist jetzt relativ grobmotorisch, was ich hier veranstalte. Ich möchte aber halt auch nicht zu viel Concealer hier auftragen, weil der so hell ist. Und da habe ich einfach ein bisschen Bedenken, dass dann quasi mein Kinn zu sehr betont wird. Egal. Oh, hier ist so mit dem Finger. Das ist so krass, ne? Ja, aber er deckt da schon ganz, ganz ordentlich ab. Da kann ich mich so nicht beschweren. Doch, ne? Nice Base, Leute, nice Base. Lidschatten Primer habe ich mir jetzt nicht neu geholt. Da habe ich den von Essence, You Better Work. Den habe ich jetzt aktuell in Anwendung. Den gebe ich mir jetzt einfach direkt schon auf. Dann gebe ich mir, weil ich jetzt ja alle flüssigen Texturen aufgetragen habe, noch ein Setting Spray drüber. Da habe ich hier von Too Faced das Hangover 3-in-1 Replenishing Primer and Setting Spray. Das hatte ich jetzt letztens dabei, als ich bei Look Fantastic was im Onlineshop bestellt habe. Deswegen gilt es halbwegs als neu, obwohl ich das auch schon vorher in der Sammlung hatte. Egal. Tapere ich dann auch noch so ein bisschen in die Haut ein. Das kann man natürlich auch mit den Fingern machen. Ich mache das heute ganz gerne mit meinem Pinsel einfach mal. Auch ein Puder, um unter meinen Augen zu setten, habe ich mir jetzt nicht neu geholt. Da habe ich hier von BH Cosmetics das Under Eye Brightening Powder aktuell in Anwendung. Finde ich ein bisschen unpraktisch, um ehrlich zu sein, weil hier ist ein Spiegel drin und um an das Produkt dran zu kommen, muss man das halt immer auf den Spiegel machen und hat dementsprechend dann keinen Spiegel, wo man reingucken kann. Aber egal, ne? Wir haben jetzt in dem Pinselset keinen Highlighter-Pinsel drin in dem Sinne. Also wir hätten theoretisch diesen großen Blendepinsel, aber der ist mir dann als unter die Augenpartie Highlighten gedönsen zu wenig. Deswegen nehme ich hier den Blushpinsel, der mit da drin ist, und ja, nehme Produkt auf und sette unter meinen Augen den Concealer und auch auf meinen Augen. So, Pinsel mache ich am Handtuch auf meinem Schoß ein bisschen sauber, weil den werden wir gleich noch für Highlighter und Blush verwenden. Aber für das jetzt kommende Puder nehmen wir diesen, ich liebe diese Pinselform, zusammengequetschten, leicht rundlichen, fluffigen Pinsel, der wunderschön aussieht. Und da habe ich von Kiko mir letztens, den Haul kann ich euch hier oben mal verlinken, ein Puder geholt. Das ist das Tuscan Sunshine Perfecting Powder. Und ja, das habe ich im Sale ergattern können für viel, viel weniger als wie es normalerweise gekostet hätte. Erinnert mich sehr an das Puder von NARS, was ich letztens in meinem Fullface hatte, weil die Konsistenz ja super interessant ist, ne? Das ist fast wie Plastik. Also man kriegt schon was auf dem Finger drauf, aber wie ihr seht, nur ganz leicht. Sehr, sehr interessant. Und es gibt halt auch noch einen Schein. Dann hat man hier so eine Blume mit reingeprintet und einen Spiegel und irgendwie ist das alles ganz fancy. Und jetzt pudere ich mein Gesicht damit ab. Man sollte schon dann einen etwas fester gebundeneren Pinsel nehmen, so wie diesen hier, um eben überhaupt Produkt davon abzubekommen. Wenn du jetzt einen großen Fluffel hast und darin rumfluffelst, dann kriegst du da wahrscheinlich nicht allzu viel von ab. Genau, und damit sette ich jetzt mein komplettes Gesicht. Ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, als müsste ich die Foundation groß setten, weil die jetzt nicht so rutschig auf meinem Gesicht wirkt. Ja, aber ich sette Foundation halt immer einfach. Weil wenn ich nachher auch noch weitere Pudertexturen auftrage, sind die leichter zu verblenden. Oder wenn ich mir ins Gesicht fasse, dann habe ich nicht das halbe Gesicht in meiner Hand und so weiter. Ne? Also das, ja, hat einfach praktische Gründe. Keine Sorge, der Glow aus der Foundation wird gleich, das werden wir auch am Ende des Videos sehen, wiederkommen. Weil die Haut braucht immer ein Weilchen, um sich mit allen Texturen auch zu verbinden. Das heißt, die Öle der Haut kommen ja nach der Zeit auch wieder durch. Ne, die rein natürlichen Öle, die auch ein Mensch mit trockener Haut hat, so wie ich. Und dann sieht das alles noch ein bisschen mehr glowy aus wieder. Ja, aber so ist das wirklich eine feine, feine Kiste. Das kann ich mir super im Alltag vorstellen. Aber wir müssen jetzt noch weitere Produkte auftragen, weil so sehe ich jetzt echt noch aus wie eine Wand. Hier ist ein Haar von Sammy. Junger Mann. Er schläft, ne? Er schläft. Okay, dann habe ich mir bei Purish etwas bestellt und zwar von, also tatsächlich selber bestellt. Ich komme gleich noch zu einem PR-Paket von Purish, aber ich habe mir den selber bestellt von Love X Lou, Some Good Contouring Powder. Das soll der
ja, Bronzer sein, der in dem Sinne ja auch das Duke zu dem Hatice Schmidt mit Love Bronzer sein könnte. Das fand ich einfach sehr interessant. Love the person you are becoming. Okay, du sollst die Person lieben, die du wirst. Okay, der sieht dunkel aus, aber schön aschig. Das gefällt mir schon mal. Großer Spiegel mit dabei. Nehme ich mir auch wieder den Pinsel, den ich gerade zum Abpudern verwendet habe. Jetzt mal abklopfen, ne? Und dann... Oh, schön. Oh, schön, schön, schön. Nee, da muss ich gar nicht so intensiv abklopfen, weil der halt nicht so bam da ist, sondern der lässt sich aber schön ausblenden. Ja, an was für Stellen tragt ihr so Bronzer auf? Ich mache das gerne an vielen Partien in meinem Gesicht. Einfach so, weil ich da gerade Bock drauf habe. Oh, nice. Das ist eine richtig schöne Cloudy Bronzer Farbe. Also man wird es in der Kamera wahrscheinlich nicht so intensiv sehen. Aber für den Alltag ist das für mich eine ganz, 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 ganz schöne Geschichte. Hammer. Der gibt nicht zu viel und nicht zu wenig Produkt ab, wenn man mit dem Pinsel ins Pfännchen geht. Das heißt, ich kann mich im großen Spiegel angucken und guck gar nicht so groß, dass ich abklopfe oder ne, wie viel Produkt ich aufnehme. Das ist schön. Das mag ich am Bronzern, wenn ich das so machen kann. Ich mag das. Habt ihr den auch schon mal ausprobiert? Falls ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie er bei euch so funktioniert. Unten gebe ich mir noch ein bisschen hin. Also im Prinzip ist es ja auch so ein Zwischending zwischen Bronzer und Contouring. Schöne neue Errungenschaft. Dann habe ich mir jetzt von Clinique, da haben wir eben schon drüber gesprochen, den Cheek Pop geholt in der Farbe 12 Pink Pop. Die hatten da so eine Sonderedition, sage ich mal. Und der ist halt richtig schön pink. Also das sieht schon cool aus. Ich mag ja aktuell super gerne diese super, 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 super duper frischen Blushes. Eine schöne Prägung mit dieser Blume. Diese, ja, die geben schon ein bisschen Farbe ab, aber wenn man das mit dem Pinsel aufträgt, ist es relativ subtil. Sieht schon sehr Pink-Pop-mäßig aus, ne? Ich feiere das. Nehme ich hier den Blush-Pinsel einfach. Okay, dann trage ich mir den hier mal auf. Schöne Farbe, richtig schöne Farbe. Das ist schön frisch. Der hat auch einen leichten Schimmer mit dabei. Das ist hübsch. Ich kann gar nicht aufhören, diesen Blush aufzutragen. In der Kamera kommt er bei weitem nicht so rüber, wie er ist, weil die Lichter hier sehr viel halt von der Farbe schlucken. Ich mache mir den auch noch mal ein bisschen intensiver, weil ich gleich auch eine sehr rosafarbene Palette nehmen werde. Jetzt kommen wir zu etwas, was nicht ganz so natürlich ist, glaube ich jedenfalls. Und zwar ist das von Essence der Good Luck Charm for Strength Face and Body Highlighter. Der ist wirklich Glitter Shower for Superpower, steht hier hinten drauf, ne? Der ist richtig glitzernd, ne? Da muss ich wirklich gucken, ob ich den tatsächlich behalten möchte, weil der ist, also wenn ich so da durchgehe mit dem Finger, es ist fast nur grober Glitzer, den ich habe. Und der ist halt rosa auch, ne? Also dieser rosa Shift, ja, und sehr grob, ich weiß ja noch nicht, den sieht man gerade gar nicht da. Da, da, habe ich den geswatcht, ne? Ja, ich muss mal gucken. Okay, dann nehme ich jetzt auch den Blushpinsel, den mache ich jetzt auch wieder im Handtuch kurz ein bisschen sauber. Gehe dann hier so durch. Und trage mir den hier auf. Also passt jetzt auf jeden Fall zum Blush, um das mal so zu sagen. Der gibt jetzt nicht so diesen nassen Glow, den ich normalerweise gerne durch Highlighter bekomme. Und ich finde den auch jetzt nicht so kabuff kabam. Nehme ich hier mal diesen, hat den Namen, Small Highlighter Pinsel. Der heißt wirklich so cool. Ich swirl da richtig drin rum, um was auf dem Pinsel zu bekommen. Hab da auch gut was drauf. Also man sieht, dass da irgendwas Pudriges sich drauf befindet. Ne? Nicht abklopfen, sondern drauf damit, weil ich möchte schon ganz gerne ein intensiveres Highlight haben, weil ich das gerne mag. Ich glaube nicht, dass er bei mir bleiben wird. Gut, Augenbrauen. Ja, die brauchen wir jetzt. Da habe ich hier auch aus einer Limited Edition, und zwar von Rival de Loop, den Starry Sky Brow Powder. Den vor allem in 01 Medium Brown. Ja, den habe ich relativ reduziert mir geholt bei Rossmann. Der hat einen Schwämmchen-Applikator, wo halt das Puder vorne dran ist. Den hatte ich das letzte Mal zum Toppen genommen, aber jetzt wollte ich den mal solo ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ui, das war jetzt ein bisschen viel, ne? Muss ich ganz vorsichtig noch drüber gehen. Man kann die Spitze halt auch wirklich nehmen, um so Lücken aufzufüllen. Das finde ich ganz positiv.
Aber ich muss es safe verblenden. Ups. Ja, also verblendet macht das wirklich ein natürliches Ergebnis, was für mich persönlich vielleicht sogar ein bisschen zu dunkel ist. Definitiv, nicht nur vielleicht. Aber dadurch, dass es halt nur so pudermäßig dann eingefärbt ist, ist es irgendwie cool. Ne? Ich werde jetzt meine Augenbrauen mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit einfach mal fixieren. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich das Augenbrauenpuder ergänzend nehme, aber nicht mehr solo. Weil jetzt, wenn ich mit dem Brow Setter so durchgehe, käme ich quasi das Produkt wieder raus. Ne? Also, Kommen wir jetzt zur Lidschattenpalette. Da habe ich mir passend zum bald kommenden Valentinstag die Natasha Denona Love Palette geholt. Das ist diese Schätzelein. Und bevor ich die aufmache, muss ich den Akku wechseln, denn er blinkt. Die habe ich mir im mega krassen Sale bei Lookfantastic bestellt. Und ja, so schaut die quasi von außen aus. Das ist so ein schönes rosa, pinky, flinky Design. Und ihr habt die Save schon alle gesehen, oder? Ich weiß es nicht. So sehen dann die Fännchen aus. Sehr vielversprechend. Und ja, ich bin jetzt so nach und nach zum Fan von Natasha Denona geworden. Ne? Da muss ich echt auf meinen Geldbeutel aufpassen, dass er mir nicht flöten geht. Denn günstig ist das ist die Marke nicht. Und ich bin da nach wie vor total ehrfürchtig, wenn ich die verwende. Nehme ich mir hier wieder diesen großen Highlighter-Pinsel und gehe dann zuerst in die Farbe First. Der ist nicht so komplett neutral, ne? Der ist halt eher so ins Peachige. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Das heißt, so als Setting-Ton bereitet er das Lid schon mal darauf vor, dass es auf jeden Fall ins Rötliche gehen könnte. Als nächstes gehe ich in die Farbe Intense rein. Das ist dieses Altrosa. Und dafür nehme ich hier aus diesem Candy Set den Flat Shader. Der ist quasi ja, wie so ein Blendepinsel, nur halt vorne dann zusammengedrückt. Kriegst du gut was auf den Pinsel, deswegen klopfe ich vorher erstmal ein bisschen ab. Und setze mir den dann direkt mal in die Lidfalte. Für mich ja immer ein bisschen höher, weil ich ein leichtes Schlupflid habe. Das heißt, ich gehe mit dem Pinsel dann, wenn ich solche Farben, solche Transition Shades auftrage, an meinen Knochen. Ja. Ich bin gerade so dermaßen verliebt in diese Farbe, dass ich mir die immer weiter aufbaue, weil die halt echt, ich finde die wunderschön. Ne? Also das ist so eine richtige rosy-cozy Farbe. Mag ich. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich mir auf mein bewegliches Lid geben möchte. Deswegen swatche ich jetzt mal Giving, Pure Love und Passion. Das sind diese drei. Die finde ich extrem schön. Also den hier finde ich hammermäßig. Den kann ich mir auch gut... Oh, die sind alle so schön. Oh Mann. Ja, ich mache mir jetzt erstmal eine Vertiefung in die Lidfalte. Und das mache ich mit der Farbe Heartbeat. Das ist dieses Weinrot. Und dafür nehme ich diesen abgeschrägten Pinsel, nennt sich Defined Shader. Dippe ich kurz ein bisschen rein und dann stempel ich das quasi so außen hin und blende das dann am Knochen entlang nochmal, um die Lidfalte zu vertiefen. Das möchte gerade nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen gehe ich hier nochmal mit dem großen, eigentlich Highlighter-Pinsel rein. Ich nehme jetzt mal einfach einen Blendepinsel, den ich hier liegen habe und versuche das einfach mal damit zu machen, weil genau, der ist deutlich weicher. Das ist jetzt einer von, ich glaube, Barbara Hoffmann, den ich hier habe. Ja, weil so einen weichen Blendepinsel habe ich hier jetzt gerade nicht in dem Pinselset drin. Aber für diese Farbe brauche ich den. Rot und ich, wir sind aktuell nicht die allerbesten Freunde. Trotzdem versuche ich es jetzt weiter, mutig wie ich bin. Und nehme jetzt hier von Luxie ein Mini-Round-Pinsel. Den hatte ich mal in der Box mit drin. Genau, denn ich brauche jetzt so ein bisschen was, der 141er. Und trage damit den Heartbeat wirklich genau dahin, wo ich hier meine Lidfalte sitzen haben möchte. Dann mache ich mir den Pinsel am Handtuch sauber und gehe dann in die Farbe Valentine. Das ist dieses Rosa. Und den setze ich mir quasi hier noch so drüber. Ui, der ist aber stark. Das ist doch ein bisschen zu intensiv, oder? Für einen Valentinstagslook? Ups. Ja, dann
ist es halt ein Claudi-Valentinstags-Look, weil Claudi ist immer etwas bunter unterwegs. Da kommt Claudis Freund seit über 15 Jahren sehr gut mit aus. Pinsel sauber machen und wieder in First reingehen, den wir auch eben zum Setten genommen haben. Und das wirklich direkt an den Augenbrauenbogen und dann nochmal runter verblenden, damit das ein bisschen smoother hier aussieht. Und wir blenden und blenden und blenden. Ich gehe jetzt in die Farbe Giving rein. Das ist dieser Ton hier und das mache ich mit dem Finger. Der hat so peachy rosa Sparkles auch mit drin. Und den setze ich mir einfach auf mein komplettes bewegliches Lid. Ziehe den auch ein bisschen höher, weil ich ja Schlupflider habe. Ich intensiviere mir nochmal die Lidfalte mit diesem Heartbeat-Ton. Vertrauen ist ungefähr das Wichtigste, was man in einer Beziehung haben kann. Deswegen nehme ich mir jetzt auch den Throne Trust, Genau, und das mache ich auch wieder mit diesem Point Brush. Dippe da zweimal rein und das verwende ich für den unteren Wimpernkranz. Ich blende den auch ganz vorsichtig hier außen. Ganz, ganz vorsichtig und nur minimal hier im äußeren V ein, damit man halt auch die Verbindung hat von dem unteren zum oberen Wimpernkranz. Und die Farbe, die hätte ich auch in meine Lidfalte geben sollen, die ist noch besser als dieses Heartbeat, weil der sich einfach viel schöner verblenden lässt, ne? Übrigens, der Concealer creased. Ich möchte jetzt noch ein bisschen meinen oberen Wimpernkranz verdichten mit einer dunklen Farbe. Dafür nehme ich hier einfach so einen abgeschrägten, ich glaube eigentlich ist, doch das ist ein Eyeliner-Pinsel, ne, aus einem Ducare-Pinselset und gehe in die Farbe, ist eigentlich schimmernd, aber trotzdem egal, ne, Commitment, das ist dieser hier. Sieht, ja, der hat doch auch Schimmer mit bei, ne, egal. Den setze ich mir einfach zur Wimpernkranzverdichtung ganz, ganz nah an den Wimpernkranz. Dann nehme ich mir wieder meinen wundervollen Point Brush Pinsel und gehe hier in die Farbe Transparent. Den setze ich mir dann in meinen Innenwinkel als Highlight. Ich ziehe den auch immer gerne dann noch so ein bisschen aufs bewegliche Lid so fächerförmig hoch. Und dann gebe ich mir auch ein bisschen was unter meine Augenbraue von dem Ton. Der ist mir aber als Innenwinkel-Highlight ein bisschen zu dunkel, ne? Deswegen gebe ich mir noch ein bisschen was von dem Silberton drüber, von Blind. Schon besser. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Das ist jetzt der Augenlook, den ich mit der Natasha Denona Love Palette geschminkt habe. Ich finde den jetzt nicht so umwerfend, ne? Ich bin eigentlich eher so der Fan von kühleren Augenlooks. Ne, das seht ihr auch öfters bei mir, dass ich dann auch blaue Looks oder lila Looks oder sowas mache. Das haut mich jetzt ehrlich gesagt jetzt in diesem Moment nicht so um. Aber ich muss noch ein bisschen mit der Palette spielen. Das war jetzt auch das erste Mal. Genau, weil irgendwie, ich weiß noch nicht. Um wieder etwas Feuchtigkeit ins Gesicht zu bringen, nehme ich wieder ein bisschen was von meinem Setting Spray. Dann verbindet sich alles nochmal ein bisschen besser mit der Haut. So, jetzt kommen wir zu den Wimpern und ja. Da habe ich was zugeschickt bekommen, was ich euch mal zeigen möchte. Und zwar habe ich von Purish ein Paket bekommen. Das ist dieses hier. Ja, mit denen habe ich auch eine Kooperation. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich aktuell sogar einen Gutscheincode. Dann blende ich dir mal ein. Dann kriegst du auch ein paar Prozente, wenn du bei denen im Onlineshop stöberst. Die haben mir nämlich eine Mascara zugeschickt. Und zwar die Grande Mascara Conditioning Peptide Formula Water Resistance in der Farbe Rich Black. Und ich liebe Mascaren. Ich liebe es, neue Texturen und neue Bürstchen auszutesten und neue Produkte in meinem Gesicht mit euch zusammen auszuprobieren. In dem Set war auch noch tatsächlich mit drin ein Grande Liner. Ich glaube, den werde ich mir gleich tatsächlich sogar noch drüber geben. Ja, weil der, den ich mir jetzt gezogen habe, das ist ja ein Trauerspiel. Der Grande Liner Lash Boosting Eyeliner in Waterproof. Und das finde ich mega geil, weil der in dem Sinne dann ja auch noch dafür sorgen soll, dass seine Wimpern wachsen. Apropos Wimpernwachsen, ein Wimpernwachstumsserum haben die mir auch mit reingelegt. Grande Lash MD Enhancing Serum 3 Months Treatment, also für 3 Monate. Das werde ich dann auch sehr bald anfangen zu verwenden. Genau,
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Werde ich euch auch von berichten und auf dem Laufenden halten. Und hier habe ich ein viermonatiges Treatment, ein Enhancing Serum, und zwar für die Augenbrauen, das Grande Brow. Da bin ich auch nochmal richtig gespannt drauf. Werde ich euch aber demnächst, also die beiden Booster werde ich euch dann zeigen, wenn ich demnächst eine Abendroutine abdrehe. Ich glaube, das macht dann Sinn, dann bringe ich das damit rein. Und jetzt nehme ich jetzt, erstmal den Liner. Der sieht mal richtig edel aus, weil das ist halt so ein schönes Gold und es fühlt sich auch wie gebürstetes Metall an. Das ist schon mal sehr scharf. Hat eine Kugel drin, was ich auch immer gut finde, dann trocknen die Dinger nämlich nicht so schnell aus. Hier haben wir dann die Spitze, sehr präzise. Ne? Das sieht gut aus. Swatch. Ja, intensiv. Okay. Verliert sich, wenn man eine längere Linie zeichnet. Da muss ich dann einfach mal gucken. Den tragen wir uns jetzt mal auf. Ja, also das ist jetzt das Beste, was ich rausholen konnte. Ich finde es jetzt nicht optimal, wenn ich ehrlich sein darf. Vielleicht muss der Eyeliner noch ein bisschen mit mir warm werden. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Wimpern curlen. Dafür habe ich ja meine Wimpernzange von Brushworks. Mascara. Grande Mascara. Conditioning Peptide Formula. Okay. Pflege beim Auftragen. Das finde ich positiv. Dieser tiefschwarze Mascara sorgt nicht nur für extrem lange und voluminöse Wimpern, sondern enthält zusätzlich noch eine wimpernpflegende Mixtur aus Peptiden, Panthenolen und natürlichen Wachsen. Okay. Durch seine aufbaubare, wasserfeste Formel kann er mühelos entfernt werden. Dies schützt die Wimpern vor dem Abbrechen und hält sie biegsam und stark. Auch hier wieder dieses schöne gebürstete Metalldesign. Oh, wer ist denn da gerade gegen euch gestoßen? Tut mir leid. Nee, das war ich nicht. Ich habe hier nichts berührt. War das hier der Boden hier? Ich habe nichts mitgekriegt und Sammy liegt hinter mir, ne? Sieht man nicht. Okay, winzig kleines Bürstchen, also ich finde, ne, sehr kleines, schmales Bürstchen, was so geswirlt ist. Kunsthaar. Riecht intensiv. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, also für mich fällt sie unter die Kategorie Alltagsmascara, wenn ich ehrlich sein darf, weil sie mir keine Wawawum-Lashes macht. Wenn ich jetzt so einen Augenlook wie jetzt habe und ich quasi ja, Mascara verwende, dann brauche ich halt richtig heftige Mascara. Bei der ist halt super positiv, dass sie nicht verklumpt, nicht verklebt, dass sie sehr schön die Wimpern trennt und einen schönen gefächerten Aufschlag macht. Das ist definitiv eine tolle Geschichte, aber sie ist mir persönlich, mein persönliches Empfinden, einfach zu wenig. Ne? Ansonsten sieht sie aber ganz nice aus. Also das ist, ne, sie hat ein schönes Ergebnis gegeben, aber ich habe definitiv welche, die noch intensivere Sachen mit meinen Wimpern machen. Ja. Einen neuen Lip Liner habe ich jetzt nicht. Dann nehme ich einfach von Hypoallergenic Belle den Longwear Lip Pencil. Das ist dieser hier in der Farbe 01. Ja. Und den Lippenstift, den ich verwende, habe ich bei Clinique geshoppt. Das ist der Bare Pop, genau, Farbe 02, Clinique Pop Lip Color and Primer Rouge Intense and Base. Keine Ahnung. 02 Bare Pop. Und das war halt in so einem poppigen Design. Der fühlt sich unfassbar gut an. Ist jetzt zu dem Augenlook auch ganz passend, finde ich, weil das ist eine sehr neutrale Farbe, ne? Sehr zurückhaltend. Und ja, das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look. Ja, der Augenlook, ne, mit noch krasseren Wimpern würde mir tatsächlich auch besser gefallen, bin ich ehrlich. Ansonsten, die Base gefällt mir wirklich gut. Ihr seht jetzt übrigens, was ich meinte. Man sieht ungefähr den Bronzer und den Blush nicht mehr so intensiv, weil die Augen so halt so heftig geworden sind. Ne? Die Augenbrauen, ne, auch nicht ganz so meine Welt. Also ich komme mir heute, ehrlich gesagt, ein bisschen verkleidet vor. Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Full Face First Impression. Mit den Neuheiten, die es so aktuell gibt oder zu dem Zeitpunkt 30.01. gab. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos bzw. Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast,
mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!